Hallo, meine Lieben. Wow. Okay, ich kann ziemlich schnell Handbewegung. Uhu. Das kommt dann mal an der Outtext. Ne? Hallo, ihr Lieben. Heute kommt mal ein Update von mir. Und zwar von der. Jetzt haben wir dann verpasst. Die 17. hatten wir das letzte Mal. 18., 19. und 20. Woche. Viel Spaß. In der 18. Woche hatte ich nämlich folgende Symptome. Ja, eigentlich das gängige, so wie immer, mit Brustschmerzen und ziemlich viel Durst. Daraufhin musste ich halt auch ziemlich oft auf Toilette. Ergibt Sinn, ne? Ja, Braxton Hicks Wehen, also nichts Ungewöhnliches für die Woche, alles gut. Und zum Baby konnte man noch nicht so wirklich viel sagen, weil man hat es hin und wieder gespürt, aber es war halt nichts Weltbewegendes. Das hat sich auch bis heute nicht wirklich geändert. Entweder habe ich ein sehr ruhiges Baby oder die Plazenta, die Vorderwandplazenta ist ja so extrem weit vorne oder so extrem dick schon, dass das Kleine nicht unbedingt bis zur Bauchdecke durchkommt. Möglich wäre es, ich möchte es aber nicht beschwören. Ja, dann machen wir auch gleich weiter mit der 19. Woche. Es tut mir leid, es ist wirklich nicht viel passiert. Symptome waren, ich hatte weniger Durst. Ja, die Braxton Hicks Wehen waren immer noch da. Also die sind auch eigentlich nicht schlimm, wenn sie nicht schmerzhaft sind. Die dürfen auch bis zu, ich glaube, 4-mal in der Stunde auftreten. Der Bauch wird ein bisschen hart und ja, man merkt, wie sich die Gebärmutter ein bisschen zusammenzieht und übt. Aber eigentlich ist das an sich nicht schlimm. Ich hatte mal Heißhunger wohl in der Woche. Okay. Ja, weiß ich jetzt nichts mehr von, kann aber gut und gerne sein. Denn ich habe hier geschrieben, dass ich sehr viel Bock auf deftiges Essen hatte. Weniger süß, aber mehr deftig. Ja, in der Schwangerschaft muss ich sagen, habe ich sehr wenig Heißhunger auf irgendwelche Sachen. Ja, also Heißhungerattacken vielleicht schon, aber nichts, was jetzt über Wochen irgendwie bleibt. Ich sage, oh Gott, das muss ich jetzt jeden Tag haben. Das nicht. Genau, und ja, ich beschönige ja nichts, das gehört ja alles zur Schwangerschaft dazu. Im Laufe der Schwangerschaft verändert sich irgendwie alles und somit auch das, was aus dir rauskommt. Deswegen würde ich empfehlen, hab immer Slip-Einlagen dabei und benutze diese. Könnte ganz hilfreich sein. Und nun zum Baby. Tja, man hat es wieder mal etwas gespürt. Ein bisschen. Aber halt immer noch nicht unbedingt total viel. Und ja, in der 19. Woche berichten ja schon ganz viele Mamas, dass sie ihr Baby kräftig treten spüren. Und ja, dass die Babys im Bauch schon richtig Bambule machen. Aber bei mir ist das irgendwie dieses Mal nicht so. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Mehr war in der Schwangerschaftswoche nicht, womit wir auch schon zur 20. Woche überswitchen können. Und wir haben einen Meilenstein erreicht. Wir feiern Bergfest, denn die 20. Woche ja, ist ja so ein, ja, halt einfach ein Meilenstein. Man hat die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich gebracht und ja. Dann kann es so weitergehen. Also jetzt bin ich aktuell seit gestern in der 21. Woche. Das heißt plus minus 18 Wochen. 19 Wochen. Und dann schauen wir mal weiter. Aber bei mir dauert es bestimmt noch eine Woche länger. Also rechne ich trotzdem mit 20 Wochen jetzt noch. Ja, ich übertrage ja gerne, ne? Deswegen. Und in der 20. Woche sind ein paar mehr Symptome dazu gekommen, die war ein bisschen ereignisreicher. Symptome.
Ich war teilweise richtig schlecht gelaunt, also so mit einem Mal. Hatte ich aber auch nur bei, weiß ich nicht, wenn ich mit bestimmten Personen irgendwie in Kontakt getreten bin, wie meiner Mutter. Total seltsam. Ja, ansonsten war meine Laune eigentlich relativ gut, bis durchwachsen. Ich habe geschrieben, dass ich teilweise emotional war. Okay, Brex, nix, genau. Ja, die waren auch da, aber Pregnancy Brain sehr anwesend. Ich bin froh, dass ich mir so viele Sachen aufschreibe. Die Symphyse lockert sich so langsam, aber sicher. Das stelle ich hauptsächlich nachts fest, denn im Liegen tut es aktuell irgendwie am meisten weh. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, denn wenn man nicht schlafen kann vor Schmerzen, ist das nicht unbedingt das Geilste der Welt. Solange ich mittags dann oder den Tag über meine Ruhe habe und ordentlich laufen kann, ist das schon Gold wert. Ich hoffe nicht, dass sich die Schmerzen jetzt noch intensivieren und die Symphyse sich weiter lockert, weil, ja, wie gesagt, ich bin erst in der 21. Woche. Das wird dann Spaß. Ich hatte irgendwie, oh, doch noch Bock auf Deftiges. Mal gucken, ob das so bleibt. Kurzatmig. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich muss sehr viel mehr einatmen. Ich muss viel, viel tiefer atmen. Und ja, mit Asthma und ja, dem ganzen Pimporium ist das sowieso etwas schwierig. Meine Brüste haben zeitweise wieder ziemlich wehgetan. Also man durfte da wirklich überhaupt nicht rankommen. Oh, und ich wollte echt sicher gehen, dass ihr das auch mitbekommt mit meiner zeitweisen blöden Laune. Ja, jetzt habe ich es doppelt gesagt. Ich habe auch einen neuen, wieder mal einen neuen Frauenarzt bekommen, denn mein alter Frauenarzt, zu dem ich ja eigentlich gewechselt bin, ist irgendwie krank geworden, liegt im Krankenhaus. Keine Ahnung, I don't know. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich ja schon länger keine Vorsorge mehr gekriegt und ja, musste deshalb den Frauenarzt wechseln. Lustigerweise kennen die zwei sich aber. Und ja, total nett bis jetzt. Also auch die Sprechstundenhilfen, die da rumlaufen, die sind total lieb und nett. Und ja, da haben wir dann auch einen Ultraschall gemacht. Ich blende euch da am Ende des Videos ein bisschen was von ein. Ja, und da habe ich ein paar Maße bekommen. Und zwar hat das Baby in der 20. Woche eine Länge von 21 Zentimetern gehabt, war 280 Gramm schwer. Beim Baby mehr oder weniger alles soweit gesund. Wir müssen zur Feindiagnostik. Und wir haben ein Outing bekommen zu 80%. Ja, ich könnte jetzt wie die ganzen anderen netten, lustigen YouTuber ja, ein Outing-Video machen, aber ganz ehrlich, dafür fehlt mir die Zeit. Deswegen sage ich es euch jetzt hier, das einfach im Video. Zu 80% wird es ein Mädchen. So, fertig mit der Pause. Ich hätte mir auf der einen Seite gerne noch einen Junge gewünscht. Auf der anderen Seite bin ich ganz zufrieden damit. Ja, Hauptsache gesund. Dieses Mal sage ich das wirklich mit vollster Überzeugung. Hauptsache gesund. Ja, drückt mir mal die Daumen. Ich hoffe, dass bei dieser Feindiagnostik alles gut ist. Ich war noch nie bei einer Feindiagnostik. Bin ein bisschen aufgeregt. Am 4.5. habe ich dann den Termin und es ist gar nicht mehr so lang hin. Und am 11. habe ich dann schon wieder den Frauenarzttermin, den nächsten. Ja, ich bin gespannt. Was war denn noch? Mein Blutdruck wurde gemessen. Yeah, hey, der war top. Bei dem anderen Arzt war der ja immer nicht so, also der Blutdruck schon, aber irgendwie hat das Gerät gesagt, dass ich eine Herzrhythmusstörung habe. Das war diesmal bei dem Arzt nicht wirklich der Fall. Also alles super. Ich habe einen Windelspender gekauft. Tja,
warum auch nicht? Bei 7 Kindern habe ich ihn nicht gebraucht, beim 8. brauche ich ihn halt. Ja, das war auch ein purer Zufall. Ich bin ja so ein Kleinanzeigengucker und ja, da wurde angeboten, deswegen habe ich gedacht, oh, was soll der Geiz? Habe ich schon gekauft. Weil ich eine neue Wickelkommode gebraucht habe, habe ich die auch bekommen. Habe die selbst abgeholt. Mein Mann hat es dann aufgestellt. Ja, richtig süß mit so Winnie Pooh an den Türen. Aber da habe ich ein Video zu gemacht und habe die euch ein bisschen gezeigt. Ja. Und die habe ich auch schon eingeräumt, also fix und fertig. Ich weiß, manche sagen, ich bin immer viel zu früh dran, aber ich habe die Sachen gerne schon zeitig erledigt und kann dann den Rest der Schwangerschaft chillen und habe dann meine Ruhe. Und ja, deswegen mache ich das immer recht zeitig fertig. Es gibt ja Stimmen, die sagen, nein, mach das nicht, das bringt Unglück, aber ist ja egal, wann man das macht. Wenn es schief geht, geht es schief. Und ob man dann jetzt schon alles beisammen hat, und das habe ich ja sowieso, ich kaufe auch wirklich diesmal kein Teil neu. Ja, außer vielleicht so eine Babydecke, die habe ich jetzt auch neu gekauft. Oder ein neues Nestchen, was ich gekauft habe. Oder auf jeden Fall nichts an Kleidung. So, da brauche ich wirklich nichts. Die Wickelkommode ist sowas von voll gestopft. Wäre es ein Jul geworden. Hätte die ganze Sache nochmal anders ausgesehen, da hätte ich mich wirklich nochmal komplett neu eindecken müssen. Aber so habe ich einfach schon alles. Ein neues Beistellbettchen möchte ich mir ganz gerne kaufen. Und zwar habe ich da eins von Hauk im Blick. Obwohl ich auch heute schon wieder ein anderes gesehen habe. Die sehen aus wie so Wäschekörbe halt. Da kann man auch eine Seite irgendwie runter machen. Nur, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die haben auch so einen Netzeinsatz auf der Seite. Und ja, sind relativ leicht zu reinigen. So wie es die Rezensionen hergegeben haben. Ich glaube denen jetzt einfach mal. Also dieses Bettchen, das ich heute gesehen habe, lässt sich wohl besser ans Elternbett ranschieben. Ja, ich müsste da aber noch mal genau gucken. Ansonsten war nichts. Doch, ich muss weiter meine Utro Guest nehmen, obwohl ich jetzt Utro Gestan bekommen habe, auch 200 Milligramm. Aber ich denke mal, dass das auch der einzige Unterschied ist, denn ich muss sie nicht mehr privat bezahlen. Ich habe sie jetzt auf Rezept bekommen. Das freut mich. Denn ja, so einmal im Monat 45 Euro für Tabletten zu bezahlen, macht auch nicht unbedingt Spaß. Und ich habe ein Antibiotika bekommen für die Bakterien, die ich in der Blase habe. Die muss ich dreimal am Tag nehmen. Ja, macht jetzt auch nicht unbedingt Spaß, obwohl, wenn sich der Organismus dran gewöhnt hat, geht es. Am Anfang habe ich sehr mit Müdigkeit zu kämpfen gehabt, mit dem Kreislauf und mit Kopfschmerzen. Die habe ich jetzt eigentlich auch nur noch, wenn ich ja, wenig getrunken habe sowieso. Und ja, wenn halt dann das wenige Trinken dazu kommt und halt die halbe Stunde nach Einnahme, also wenn die anfangen zu wirken, dann habe ich leichte Kopfschmerzen, aber ansonsten geht es. Es soll auch dem Baby nichts machen, also soweit ich das beurteilen kann, tut es dies auch, also dem Baby geht es gut. Ich habe auch schon wieder fleißig Herztöne abgehört, kann sich auch ein Video eigentlich hinten dran hängen. Ansonsten gibt es bis jetzt nicht wirklich viel zu berichten. Ich würde euch dann das nächste Update geben, ja, wenn die Pränataldiagnostik hinter uns gebracht haben, oder ich mache sogar einen Vlog, weil da müssen wir ein kleines Stückchen weiterfahren, weil ja, das nicht in unserer unmittelbaren Nähe liegt, die Klinik.
Und ja, ich bin ja mal gespannt, wie das dann abläuft. Genau, das war's bis hierhin und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, anfangen wollen wir mit der tollen Wickelauflage. Die habe ich aus eBay. Das ist ein Überzug und ja, mit Waffelpiqué in Mintgrün. Richtig schön mit Druckknöpfen versehen, damit man das auch wieder waschen kann. Und ja, leider Gottes war meine Wickelauflage etwas zu schmal. Deswegen habe ich die Enden einfach umgeklappt. Und ja. Also ich finde die wirklich richtig toll. Die macht irgendwie was her. Die sieht richtig schön aus. Und ja, weiter geht's mit einer tollen Lichterkette. Die habe ich aus dem Netto. Ich glaube für 5 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, schöne Mickey-Maus-Motive. Ja, richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Baby das dann auch toll findet. Und ja, wenn die so leuchtet. Dann haben wir hier ein tolles Mobile, auch in Waffelpiqué. Das gab es, wenn ich mich nicht irre, im Aldi für 9 Euro reduziert. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch vorhanden ist. Und ja, der Windelspender, von dem ich euch eben erzählt habe, der hängt auch schon. Und ja, auf den Seiten sind noch so kleine Ablageflächen. Unten kann man Feuchttücher reinmachen. Ja, auch richtig, richtig schön, muss ich sagen. Dann haben wir hier das Nestchen. Das habe ich auch aus eBay. Das ist auch handgenäht, genauso wie der Wickelüberzug. ja, man kann beide Seiten verwenden. Auf der anderen Seite sind Sterne drauf. Und ja, das ist auch richtig kuschelig. Wenn ihr wissen wollt, von wem das ist, dann schreibt das doch in einen Kommentar und dann beantworte ich das. Also richtig, richtig schön und bequem. Und ja, es ist zwar kein Waffelpiqué, aber ja, auch toll. Dann habe ich hier eine Spieluhr gekauft. Der Sound, naja, mir persönlich etwas zu schnell, aber die sieht richtig, richtig süß aus. Eine Mini-Maus. Und ja, das ist so das ja, so Spielzeug quasi. Und das gab es auch im Netto, genau wie die Mini-Maus. Das ist eine Baby-Krabbeldecke von Winnie Pooh. Ich weiß aber nicht, wie viel das gekostet hat. Das ist ja meine Wickelkommode, die ist schon ziemlich voll. Das ist noch ein Seitenfach. Und ja, hier habe ich es einfach mal aufgemacht. Und wie gesagt, der Platz reicht eigentlich gar nicht aus. Ja, ich muss da, glaube ich, noch was umdisponieren.